Teil 2. Wobei, Schlüssel haben wir jetzt genug. so, das kann ich nehmen. Fragezeichen. Au, das macht Damage, nicht nett. Das könnten wir auch noch freisprengen. Auch nichts Gutes, schade. Wir werden hier einfach einmal weitermachen. Mist, das war jetzt dumm. Naja. So, aufpassen. Die spawnen anscheinend Spinnen. Habe ich auch nicht gewusst. Die sind jetzt aber weg. Wir haben relativ viele Leben verloren. Na, super. So, aufpassen. Nicht in die Batterie reinrennen. Aber die können wir jetzt einmal benutzen. Dann können wir hier noch einmal. Und dort oben war ja auch noch eine Batterie. Die benutzen. Jetzt haben wir ziemlich viele Herzen. Das war jetzt sehr nützlich. Und gehen wir aber trotzdem einmal einfach weit. Was ist das für eine Karte? The World. Dann sehen wir alles. Das ist auch praktisch. Gehen wir einmal in dem... Hier gibt es keinen Shop. Das war eine kurze Unterbrechung. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir gehen trotzdem einmal in diesen Raum dort oben. Hier ist der Shop. Ich benutze einmal meine Karte. Blub. Sind wir in dem Shop drin. Der ist im Angebot. Nehmen wir auf einmal mit. Was anderes gibt es hier eh nicht so Besonderes. Naja, dann machen wir einmal weiter. Wobei, ich spende hier noch etwas Geld. Okay. Dann können wir jetzt weitergehen und ab in diesen Geheimraum. Pow, explodiert und hinein. Oh, gegen Creed müssen wir hier spielen. Nein. Nur Damage verloren. Sonst nichts. Das war sehr nett. Nicht. Naja, schnappen wir uns noch das Geld. Blub, blub, blub. Coins, Münzen, Münzen, Geld, Geld, Geld. Sehr schön. Dann können wir hier einmal hinein. Gibt es zwei verschiedene. Das bringt uns, dass wir springen können. Das, der Book of Damage. Das macht Damage. Ich glaube, ich nehme lieber unser Buch mit für Leben. Wobei Damage auch schön ist. Nein, wir nehmen lieber dieses Buch mit. Ich glaube, das ist besser für uns. So, gehen wir hinunter. Oh, das war unabsichtlich. Ich wollte hier gar nicht rein. Nein, wieso? Nein! Wehe. Okay, wir haben anscheinend jetzt hier einen Kampf zu kämpfen. Weil ich ein Dusselkopf bin. Ich wollte hier doch gar nicht rein. Und aufpassen. Aber wir schlagen uns. Naja, wir haben schon ein paar Herzen verloren. Eine Bombe bringt uns das. Deswegen hasse ich diese Dinge. Wir können das hier aber einmal freisprengen. Vielleicht ist hier was drin. Ja, der Tower. Das ist auch so ein random Bomben-Ding. Die ist jetzt auch nicht gerade die beste, was es gibt. Den haben wir auf jeden Fall. Und noch eine Powerpill. Eine Pille meine ich. Keine Powerpille. Aber hier ist der Gegner. Gehen wir hinein. Ja, sicher. Was anderes bleibt uns nicht. Gegen den habe ich noch nie gekämpft. Was machst du denn? Sagst du mir das? Ich habe Angst vor dem irgendwie. So, aber er ist tot. Also nicht allzu schlimm. Shots und Shots speed up. Little Baggy has appeared in the basement. Ist auch gut. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Auf jeden Fall ein Achievement. Freut mich. Achso, vielleicht sollte ich euch auch updaten. Ich werde noch versuchen, dass ich zwei Räume noch mache, so dass wir diese Prayer Card perfekt benutzen können. Hier ist noch ein Raum. Und eine Fliege noch. Aber wir haben keinen Raum mehr. Ja, super. Scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Kein Raum mehr für uns. Der Raum dort oben bringt uns wahrscheinlich auch nichts. Wir könnten aber mal reingehen. Oh, was ist das für ein Item? Und es ist The Mark. Damage Up. Ein Herz hat es uns gebraucht. Und wir haben unsere Prayer Card doch aufgefüllt. Das ist sehr schön. Dann gehen wir gleich einmal hinunter zum Bossraum. Der ist auch nicht mehr weit entfernt. Also ich bin ganz zufrieden mit meinen Items. Sind eigentlich nicht allzu schlecht. Ich habe mir doch überlegt, dass ich die Bombe doch lieber mitnehme. So, jetzt aber weiter. Hier können wir die beiden noch aufspringen. Vielleicht ist ja was Nettes drin. Nö. Dann geht es jetzt aber weiter. Und runter in die nächste Ebene. Was passiert hier? Ich bin gespannt. So, jetzt sind wir hier, wo auch Mom ist. Das wird gefährlich. Schauen wir mal, was jetzt so passiert. Und die ist auch tot. Perfekt. Dann ab in den nächsten Raum. Ich würde gerne wissen, wie weit es, wo die ganzen wo die ganzen Räume sind. Das wäre sehr nützlich. Also, so eine Karte. Kannst du mir das geben, bitte, Spiel? Danke. Und die können wir jetzt auch attackieren. Ich weiß nicht, an welchen
Item, das liegt, aber es geht anscheinend. Shop, was hast du für uns? Was ist das? It will never leave you, the boomerang. Lala, was machst du? Ich schau einmal nach. Okay, das ist ein Item. Dann kann man es schießen und es macht Damage. Ich weiß nicht, ob es so nützlich ist. Es lädt sich aber schön auf. Nein, ich nehme lieber die unsere normale Karte mit. Und kann man die hier wieder rausspringen? Naja, ich gehe auf jeden Fall mal weiter. Nein, ich habe die Prayer-Karte eingesetzt und es landet ganz oben. Das habe ich nicht gewusst. Das war jetzt nicht gerade das Beste. Aber, naja, vielleicht straft uns das Spiel nicht. Aber ich glaube schon. Ach, das war ja mal wieder eine super Tat, Finn. Wir gehen direkt zum Shop. So, jetzt sprenge ich hier einmal, dass wir eine Münze rausbekommen. Wir haben jetzt zwei Münzen sogar. Und dann kaufen wir uns die Batterie und können das einsetzen. Jetzt haben wir ein Herz mehr. Huh, habe ich ziemlich Angst gehabt, dass ich Damage kriege. Kann ich eigentlich hier an den Stacheln Damage kriegen? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es lieber nicht. Wir gehen auf jeden Fall einmal weiter. So, was hat uns dieser Raum zu bieten? Okay, die sind auf jeden Fall tot. Da gibt es noch ein paar Spinnen von diesen blöden Tieren. Ist auch weg. Und ein Schlüssel. Perfekt. So, schauen wir uns diesen Raum einmal an. Oh, der ist eng. Aber den haben wir geschafft. Perfekt. Das Herz nehme ich mir, wenn ich mehr Damage bekommen habe. Das kann, wird eh jederzeit sein. Und Itemraum. Two-Shot. Macht das irgendwas bei uns? Anscheinend nicht wirklich. So, weiter. Ein halbes Herz, das nehme ich gerne mit. Und weiter. So. Ein paar Gegner, die sind aber nicht sonderlich schwer, höchstens sie spucken. Dann sind sie nicht ganz so leicht. So, gehen wir einmal weiter. Hier ist der Marmfuß. Und noch einmal. Nein, der hat mich geschnappt. Frechheit ist das. So, also die können wir hier attackieren. Haben wir nicht so ein Item, das wir von überall attackieren haben? Ja, das haben wir. Perfekt. Dann gehen wir aber gleich einmal wieder da hoch. Das war ganz interessant da oben. Das hat der Finofan ganz interessant gefunden. So, gehen wir einmal weiter. Ein halbes Herz, das schnappen wir es. So, jetzt wieder der Marmfuß. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht trifft. Oh, so viele Füße. Füße! Und weg damit. Perfekt. So, jetzt können wir hier rein. Okay, das haben wir auch geklärt. Das war jetzt ziemlich eng dort. Das ist auf jeden Fall Mom. Können wir noch? Nein, können wir eigentlich nicht. Wir gehen dort jetzt gleich einmal hinein. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt... Okay, die Dauer... Oh Mist, ich habe aus Versehen... Naja. Ich habe aus Versehen meine Karte benutzt, unser Speis-Item. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir sind bei dem Arm. Und das funktioniert jetzt bis jetzt eigentlich recht gut. Haben wir überhaupt schon Damage kassiert? Ich glaube ein halbes Herz oder so, aber nicht mehr. Also, sehr schön. Ein kleiner Damage noch. Den haben wir. Perfekt. Das war jetzt sehr schön. Das ging schnell. The World brauchen wir hier auf jeden Fall nicht. Bei uns geht es, glaube ich, gleich weiter in die nächste Ebene, der Womp. Ach, das mag ich nicht so. Das ist es. Es schaut schon so schlimm aus und es ist auch schlimm. Ui, es flackert. Alles ist recht schwindelig. So. Aufpassen. Ich hasse die Dinger, die sind so schnell. Hilfe. Aber die haben wir geklärt. Sehr schön. The World werde ich gleich einmal einsetzen. Dass wir wissen, wohin wir müssen. Stain im... Nein, nicht dein Ernst. Achso, doch, der ist machbar. Ich hätte gedacht, das wäre der andere, der Boss, den wir heute schon einmal hatten. Den hätte ich niemals geschafft. Schauen wir hier einmal rein. Das haben wir auch geklärt. Läuft eigentlich recht gut bei uns. So, schauen wir... Achso, das ist der Boss. Mist, das habe ich auch nicht gewusst. Naja, dürfen wir auch schaffen. Vielleicht droppt er ja für uns ein tolles Item.
ein Item, das wir noch nicht kennen und googeln können. Nein, nur Bomben. Die kenne ich. Die kenne ich sogar sehr gut. So. Pillen. Eine Menge Pillen. Lemon Party. Bad Gas. Die kennen wir noch nicht. Die kennen wir auch noch nicht. Amnesia. Weiß ich nicht einmal, was die macht. Einmal einsetzen. Und noch ein zweites Mal. Wir haben Magdalena freigeschaltet. Und eine Challenge freigeschaltet. Und noch eine Challenge. Ui. Okay. So. Also Amnesia. Scheiße. Jetzt wissen wir nicht mehr, wohin wir müssen. Auf jeden Fall wartet um das Raum. Nein. Achso. Hat anscheinend eh nichts geändert. Hoffe ich zumindest. Lauter böse Sachen, die wir hier kriegen. Die Pille kenne ich noch nicht. Ah doch, die kenne ich schon. Lemon Party, okay. So langsam wird es. Egal, wir. Wo war der Boss? Der Boss war irgendwo da drüben. Hoffe ich zumindest. Wir gehen hier mal hin. So, aufpassen. Die Dinger sind auch sehr fies. Okay, hier war der Boss nicht. War der überhaupt irgendwo oben? Hui, Amnesia ist richtig fies. Das habe ich ganz ver... Okay, wir müssen hinunter. Also, ist nicht ganz so schlimm, weil wir eine Zeit lang gesehen haben, wohin wir müssen. Dann ist es gleich gar nicht mal so schlimm. Ich werde jetzt aber noch was trinken. So, und weiter geht's. Oh, Duke of Lies. Den haben wir, der war jetzt auch nicht so schwierig. Oh, ein Moms Fuß. Oh. Komm her. Hallo. Und der ist weg. Oh, anscheinend gibt es hier noch mehr. Oder sind es nur die Fliegen, die sterben? Nein, es sind nur die Fliegen. It feels lucky. Petrified Poop. Ich werde einmal googeln, was das ist. Okay, Petrified Poop macht, dass wir in Kacke Häufchen mehr, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, bessere Items zu bekommen. Schauen wir jetzt einmal den Boss an. Lemon Gas. Okay, was ist das für einer? Gegen den habe ich auch noch nie gekämpft. Aber wir haben schon ein bisschen Damage gemacht. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich hoffe, der, bis jetzt ist er noch leicht, aber ich glaube, das ist der, der dann später noch schwieriger wird. Nein, ist er gar nicht. Okay. Jetzt haben wir ein paar Items. Ich benutze einmal das Item und hinunter. Schauen wir mal, dass wir hier weitermachen. Ist eigentlich kein schlechter Run, aber trotzdem, mein Lieblingsrun ist er bis jetzt noch nicht. So. Okay. Das haben wir sehr gut gemacht. Ich schau mal, ob wir in der Kacke etwas finden. Wir haben ja Petrified Poop. War aber nichts drin. Okay, ein bisschen Geld, aber sonst nichts. Auf geht's, weiter. Wir brauchen Items, wir brauchen gute Items. Und vielleicht auch einmal zum ersten Mal das Spiel ganz fertig machen. Das habe ich bis jetzt auch noch nie geschafft. Und die Dinger sind richtig unnötig. Okay, so wie ich mich kenne, könnte ich Damage dran kriegen, aber sonst niemand. Bad Trip benutze ich auf jeden Fall nicht. So, aufpassen. Müsste eigentlich machbar sein. So. Und das. Perfekt. Ein Herz. Mitnehmen. Unbedingt. Wir brauchen Leben. Okay. Die Dinger kann man nur töten, wenn sie rausschauen. Das ist ja fies. Okay. Ich war aber jetzt auch nicht so schwer. Explodier. Sehr schön. Okay. Dann wurde es eng. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Nein. Der ist genau vor mir stehen geblieben. Ah. Wir verlieren ein bisschen unnötig Leben. Das ärgert mich. So. Das ist noch einer. Und den will ich auch noch haben. Nein. Komm her. Dankeschön. Perfekt. Dann können wir das einmal benutzen. Dann können wir das einmal benutzen. Und die Batterie, die benutze ich jetzt noch nicht. Weil sonst hängt es dort vorne dran. Das ist sehr doof. Okay. Gegen so einen habe ich auch noch nie gekämpft. Wieso machen wir so wenig Damage nur? Aber der ist down. Sehr schön. Und weiter. Jetzt Duke of Lies. Oh, das habe ich auch nicht gewusst, dass der das macht. Hat er bei mir noch nie gemacht. Hui, ich hasse den Wurm. Dort verliere ich immer so viele Herzen. Vielleicht gibt es hier etwas Schönes. Was ist denn das hier? Oh Gott, hier ist auf jeden Fall der Boss.
Den will ich noch nicht machen, wobei drei Räume ist ein, dann haben wir ungefähr ein Leben mehr. Die Frage ist, ob wir überhaupt dadurch, ob wir eh kein Leben verlieren. Naja, machen wir das einmal. Okay, hier gibt es nichts für uns. Außer, dass wir einmal dieses Ding öffnen können, kommt aber nichts raus. Ich glaube, ich mache gleich den Boss. Oder soll ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich mache lieber noch drei Räume. Dann haben wir ein Herz mehr, weil wir dann die Batterie mitnehmen können. So, eine Trollbombe. Nein, ist nichts passiert. Sehr schön. Ein halbes Herz gefunden. Auch nicht schlecht. Okay, drei Räume gibt es, die man machen kann. Aber hier haben wir ein halbes Herz verloren. Was bringst du uns, du? Wie heißt das? Wir schauen einmal nach. Blasting Cap. Okay, so wie ich das verstanden habe, haben irgendwie Bomben eine Chance, wenn man sie legt, dass sie wieder Bomben droppen. Aber das brauche ich irgendwie überhaupt nicht. Die Kacke eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich mache einfach damit weiter. Oh, diese Laserstrahlen. Die sind gemeingefährlich. So, komm her. Dort bist du. Zerstört habe ich dich. Naja. Noch ein Raum, dann haben wir das. Ja, kein Leben verlieren, sonst ärgere ich mich. Der spuckt jetzt. Und tot. Perfekt, jetzt können wir das aufladen und können somit... haben vielleicht ein Herzgewinn gemacht. So, einmal einsetzen und noch einmal. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben eher Verlust gemacht. Hier ist noch eine, jemand, wo man spenden kann. Vielleicht droppt er uns was Schönes. Komm, gib mir was Schönes. Gib mir was Schönes. Ein Herz. Das ist sehr schön. Das hat mich gefreut. Never Ending Stores. Sehr schön. Judgment. Will ich schauen, was das ist? Okay, unsere Judgment erzeugt wieder so einen Bettler. Das werde ich, glaube ich, auch einsetzen. Bad Trip brauchen wir aber auf jeden Fall nicht. Okay, wir können eh über die Spitzen drüber. So, setzen wir den noch einmal an. Können wir wieder spenden. Weil wir kämpfen ja eh gleich gegen Mom. Was ist es? Eine Bombe nur. Schade. Komm, spuck noch etwas Tolles aus. Bitte, bitte. Das wäre sehr schön. Und ein Schlüssel. Na toll. Drei. Und noch eine Bombe. Dann besiegen wir halt unseren Endboss. Ich glaube, ist das dann Isaac? Ich glaube schon. Mit Bomben. Naja, komm, gehen wir weiter. Wir haben genug Leben. Wäre zu geil, wenn wir das heute schaffen würden. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Achso, es ist Mom Hers. Ich bin halt ein riesen Isaac-Noob. Okay, das war jetzt ziemlich noobig von mir. Ah. Okay, das geht jetzt ab. Ah, was mache ich? Noch ein Herz. Das schaffe ich niemals. Das war am Schluss irgendwie viel zu krass. Aber es war eigentlich kein schlechter Run. Wir sind bei Moms Herd gestorben. Da bin ich noch nie gestorben. War auf jeden Fall ganz interessant. Wir haben ein paar neue Items kennengelernt. Und ich bin gespannt, ob euch dieses Herumgekatte interessiert oder gefallen hat. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war jetzt zwei Teile Isaac. Nach langer Zeit, dass es schon lang nicht mehr gab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verabschiede mich mit einem kräftigen Tö.